Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Seven Days to Die. Und wir befinden uns hier in irgendeiner Fabrik. Ich weiß nicht, ob das diese Shumway Foods Fabrik ist, aber Erik, liebe Zuschauer, das wird richtig geil jetzt heute, glaube ich. Guck mal, da vorne wartet schon jemand auf uns. Hinterm Fenster. Ah, ja, ja. Was heißt auch? Hier drinnen. Hinterm Fenster. Interessant. Ah. Aber jetzt lass die erstmal hinterm Fenster, weil die kommen mir bestimmt gleich aus dem Rolltor links, ne? Zu deiner Linken. Da kommen, glaube ich, auch welche. Zumindest habe ich was gehört. Okay, aber die reißt das aber auf hier, ne? Schieß doch mal da rein. Die reißt das nämlich auf. Jo. Warte, von links, von links, von links. Und von oben. Das sind aber zwei, drei. Oh, Lag. Hallo, Lags. Warte. Oh, Alter. Warte. Lass mal kurz hier bleiben. Ja. Was war das? Was ist das denn? Ich habe das Gefühl, das war es noch nicht, ne? Aber es war ziemlich laut. Ah, da hinten ist noch ein anderes Rolltor. Oh, Nahrung. Na komm. Du wünschst es doch auch, du geile. Oh, geil, man kann in einem Pappkarton wohnen. Ja? Cool, wo brauchen wir denn einen Bunker? Das ist eine gute Frage, Tobi. Da waren gerade drei, die uns überraschen sollten. Ich mache nebenbei schon mal hier eine Kiste, ne? Ja. Ehrlich gesagt, oh geil, eine Dose ist da drin. Eine Dose mit Ragout oder so ein Scheiß. Oh, nice. Ist doch kacke, lohnt sich gar nicht. Oh, hier sind zwei Penner-Eintöpfe drin gewesen. Willst du? Okay, das ist cool. Ne, zu essen habe ich, gönn du dir mal. Ich habe die letzten schon alle gefressen. Hör mal, ich wusste doch, der lebt noch. Oh. Oh. A Portal of Hoarding. Brauchst du Hilfe? Geht. Alles gut. Damit. Sehr gut. Nice. Alles gut, heute ist Müllabfuhr. Köpfe müssen frieren, ne? So. Oh, zwei verrottenes Fleisch, geil. Hey. Da geht's auch noch irgendwie nach oben, ne? Oh, geil. Ich glaube, bei diesen Fabriken sind immer irgendwo richtig fette Safe Rooms und sowas, wo es jede Menge Kram gibt. Ja. Also hier. Da geht's auf jeden Fall nach oben und da oben sind auch noch Kisten. Aber wie kommen wir denn da oben hin? Rick? Ja. Ich habe extra 3 Wochen meine Hose nicht gewechselt, um das mit dir zu teilen. Deine geile Schamsuppe. Oh. Andere Leute haben Buchstabennudeln, Tobi hat seine Haare in der Suppe. Oh, Alter, der Jump ist ja voll geil. Ich bin die Treppe hier hochgekommen. Ja, voll gut, ne? Oh. Oh, Vorsicht, hier kommen wieder ein paar. Ja, warte. Ach, du bist ja auch hier oben, okay. Jo. Ich gar nicht gesehen. Das unten ist ein sneaky Bastard. Unten ist irgendwo noch einer, ne? Ich glaube, ich habe da noch einen gehört. So. Boah, Alter, das mit den Jumps ist voll geil. Boah, stell dir mal vor, das ist noch einen hochgelevelt. Ja, das wird richtig gut. Dann jumpst du hier einfach nur noch durch. Oh, ein hoher Turm. Ja. Wie Mary Poppins einfach. Bist irgendwie gerade in der Unterzahl? Ich in Fläuche. Hui! Ah, Tobi, was ist denn da drüben wieder los? Nix. Okay, dachte. Ich dachte, bewegt sich was. Oh. Tobias, ich komme nicht hier, komm an die Backrooms. Oh. Nicht gut. Aber dir ist auch noch was los. Weißt du was? Ich mach die Tür wieder zu, ich komme erstmal auf seine Seite. Ja, ist hier noch was los? Ich weiß nicht. Da unten läuft noch einer, der haut gegen die Wand. Ich glaube, der ist frustriert. Dass sie den Zement hier einfach nicht mehr mitnehmen, ne?
Ah ja, da unten. Hä? Das kann ich nicht. Oh, oh, oh. Brauchst du Hilfe? Nö, nö. Alles gut, ich mache die Tür. Achso, oh. So. Moin. Was? Ist das einer? Nee. Alter! Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Jo. Was ist das denn hier alles? Geil, 19 Steine. Oh. Wow. Wow. Der offeriert sich aber gerne. Was denn? Ii, guck mal. Ich komm. Das ist ein Polizist gewesen, den ich kaputtgeschlagen habe. Was ist das denn? Hast du den sortiert oder was? Alter. Mit Tobi lege ich mich besser nicht an. Der Ii. Warum sieht der so komisch aus? Das ist eine gute Frage. Komisch. 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 Komisch in der Gurden. Komisch nach Hause und dann sowas. Oh, warte mal. Nee, das ist ein Valve hier. Ich dachte schon, da liegt eine Bombe. Ach, da kommt man jetzt hier. Ah, okay. Gut, hier war ich ja gerade schon. Da drüben sind noch zwei Boxen. Ja, ja, ich war bin wieder zurückgegangen, weil du sagtest, ja, komm mal her. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay. Mach du mal, ich guck mal so lange hier drüben. Alter! Was denn? Oh! Boah, da war einfach einer hinter den Dingern. Krass. Frech. Oh, hier hinterm Rolltor ist auch noch ein bisschen was, wa? Oh, hier ist Soja. Ich mache das Rolltor ja für uns auf. Das wäre lieb. Ich könnte das aber auch aufmachen. Mach mal auf, mal gucken, was passiert. Wir müssen mal Granaten bauen, ne? Ah, geht nicht auf. Ach, das Rolltor hat 14.000 HP, die bauen sich durch die Wand hier. Hallo. Ah. Alter, dein automatisches Geil. Ja, ich will unbedingt das blöde Rezept finden, das selber bauen kann. Tobi, wie das Tor geht nicht auf? Hä, ich hab da drauf gedrückt, das ging nicht auf. Was ist? Oh, Poppin' Pilz. Was macht denn das hier? Ging das nicht auf? Ging das nicht auf? Brauchst du Kneipenschlägerei, Band 3? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe auch noch Bogenschießen irgendwie Band. Ich hab dir das direkt weggenommen. Bogenschießen? Oh, gut. So. Warte mal, da ist noch was. Achso, oh, Tobi! Armee-Munitionskiste unberührt war hier noch. Kannst du mal kurz kommen? Geil. Kannst du mal reingreifen? Weil mein Inventar ist voll. Oh, geil. Und weißt du, was ich auch mache? Die Pappboxen wollten wir noch mitnehmen. Nicht die großen, sondern natürlich die, die billigen, weil die Papier geben. Geben die? Ja, ja, ich habe jetzt 14 Papier, lalala, und da oben ist noch eine versiegelte Versandkiste versteckt gewesen dahinter. Wir sollten das öfter machen. Okay, geil. Oh, warte mal, okay, guck mal, gut, Tobi, komm mal kurz. Guck mal da oben, die Kiste da auf der Ecke ganz oben. Ist das was für dich? Pilzsporen? Ja, weil ich habe die schon gelernt und ich mein Inventar ist leider schon voll. Ja, lecker. Tobi, ich hau mir mal deine Schamsuppe rein. Ich hab Haare am Zäpfchen. Haare am Zäpfchen, Tobi. Die waren da aber vorher schon, oder? Ja, ich habe auch einen Bart im Mund. Der wächst nach innen mit dem Alter, Tobi. Was soll ich sagen? Viele wissen ja gar nicht, Bärte, die wachsen ja, die wachsen nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, logischerweise. Ja, genau. Tobi, ganz kurz, da oben geht es noch weiter hoch. Aber wie kommen wir denn da hoch? Wir müssen außen lang irgendwo. War hier irgendwo ein Bruch in der Mauer? Ich glaube, ich habe sowas irgendwo gesehen. Ja, könnte sein. Wie ist denn hier hin? Kamen wir von hier? Jo, wir kamen von hier. Okay, warte. Uäh. Hier ist ein Bruch in der Mauer. Vielleicht habe ich das gesehen, aber... Uäh. Da drüben geht's hoch. Warte, ich komm. Hä, durch den Pappkarton unberührt. Tobi, was ist denn mit dir?
Hier ist auch noch ein Unberührter, da warst du. Ja, aber den habe ich extra unberührt gelassen. Welche Kartons bringen Papier? Die? Ach, die hier. Die billigen, okay, ja, okay. Die kleinen billigen. Ja, krass. Der hier auch. Oh, leerer. Oh, Gegenstand muss repariert werden. Zum Glück habe ich jetzt nicht geboxt. Ich habe noch ein Buch für dich vielleicht. Ob ich weiß nicht, ob du es lernen kannst, ob du es schon hast. Wo bist du denn? Einmal kurz hier, warte. Einmal das hier. Was? Irgendwie sind hier noch. Irgendwo kenne ich schon. Soll ich trotzdem lernen? Ja, mach mal. Irgendwo versuchen gerade Zombies durchzubrechen. Bogenschießen für Ranger. Ja, kenne ich schon. Kann ich trotzdem lernen? Naja, mach einfach weiter. Alles gut. Ja, wie gesagt, da drüben geht's halt hoch, ne? Da müssten wir, glaube ich, hin. Ich hör von allen Seiten hier irgendwie Zombies. Ich weiß aber nicht, von wo die kommen. Ich glaube, die sind draußen. Ah, die. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, warte mal, hier ist noch ganz viel Papier. Warte mal. So, lalala. Früher, Beton, also Zement mitgenommen. Und jetzt Papier. So ändern sich die Zeiten. Ist aber cool, dass sie so viel Papier geben, wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja. Schon ein bisschen geschenkt. Oh. Auf jeden Fall, Papier ist voll scheiße zu machen. So, hier nochmal. Ach, na, kommst du denn her? Ja, die graben sich hier überall durch. Ich denke mir halt immer so als Spieler, ich möchte die Map nicht kaputt machen und möchte so spielen, wie das hier so gemeint war mit dem, ne? Dass man sich nicht einfach irgendwo durchbuddelt und bla bla bla, aber die Zombies machen es ja auch. Ja, also ich würde auch, also ich hätte jetzt keinen Bock auf die scheiß Töter unten mit 10.000 irgendwie. Nee, auf keinen Fall. So, ich sammle eben nochmal ganz schnell das ganze Papier hier ein, ne? Guck mal gerade, wo wir weiterkommen. Oh, alter Müll. Moin. Wir müssen wieder hoch. So. Papier ist mitgenommen. Wie viel habe ich denn jetzt? Wo ist es denn? Ach da, 114 Papier habe ich jetzt. Geil. Ist das gut? Ich glaube, das ist ganz nice. Ich glaube, wir brauchen pro Patrone ein Papier. Bro-Patrone. Ein Papier. Tobi, du willst nach unten? Ich wollte gucken, wie ich hier außen rumkomme, weil da noch, ich glaube, da... Ja, hier vorne geht's hoch. Also vielleicht kommen wir da durch so einen Mauerbruch. Hier, ich habe hier freigeräumt. Okay. Ach so. Ich verstehe. Na klar, Erik, na klar. Was sind wir hier drüben? Jetzt müssen wir noch weiter, hoch, ja. So, oh, hier okay. Können wir jetzt mal gucken. Wo man da hinkomme. Wahrscheinlich bringt's gar nichts. Ist wahrscheinlich total sinnlos. Na, aber immerhin sind ja schon wieder hier, warte. Hier geht's auch noch draußen. Warte, ich sammle erstmal wieder Papier. Für Shotgun-Muni. Du wirst eine Menge Shotgun-Muni brauchen mit der neuen Knarre. Ja, allgemein brauchen wir, glaube ich, auch für die Dinger zu Hause sehr viel. So, ja gut, das lasse ich mal hier. So. Oh, Tobi? Ja? Wo bist du? Hier sind gerade eine Menge Leute gespawnt. Ich weiß nicht, wo kommen die auf einmal her? Keine Ahnung. Wo? Ach, hier geht's noch weiter nach oben und hier geht's auch noch irgendwie raus. Okay. Ja, aber wo sind die auf einmal hergekommen? Ja, das ist weird. Hier ist ja nix. So, da kommen wir noch nicht hoch. Das weiß ich auch nicht. Die sind einfach hinter mir gespawnt auf einmal. Die können auch nicht von oben gedroppt sein. Spielentwickler, hm? Haben sich bestimmt in der Garderobe versteckt. Spieleentwickler-Logik. Aber hier geht's auch nicht weiter irgendwie, ne? Ja, hier geht's runter auf den Vorsprung da unten und dann kann man durch die offene Wand gehen, theoretisch. Ja, perfekt. Ja, geil. Ah, cool. Nice, Tobi. Oh. Oh, und hier ist auch direkt ein Loch im Fuß. Tobi? Ja, frag einfach nicht, bitte. Ich möchte nicht drüber reden. Gut. Ach, hier wäre man auch. Hier kommt man von unten rein. Oh, hier sind die ganzen Geschäftsleute. Ich glaube, das war das Management.
Ah. Okay. Durchsuche mittelgroßes Chemie-Shed. Chemie-Shed. Chemie. Warum sagt man sowas? Ja. Oh. Oh, oh. Alter. Was machst du denn da? Oh. Ich bin fett. Ja? Bitte mal keine Witze darüber. Weihnachten ist gerade erst vorbei. Junge, Junge hat's mich hier durchgerissen. So. Oh, ein Messbecher, Erik. Okay, wir haben es durchgespielt. Ich glaube, jetzt haben wir es schon vier übrig. Lul. Oh, Kürbissamen und Stofffetzen. Wobei Stofffetzen eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ja, für Mollys. Ja, ich konnte es leider nicht mitnehmen, aber... Hilfe, die Professorin! Vigarium Leviosa. Boah. Vorsicht, Erik! Ist das hier? Die lebt ja immer noch. Hab ich mich erschrocken. Hä? Kirby, warum? Ich wollte auch. Oh, hinter dir. Was mit der Frau? Die geht ja immer noch. Alter. Ja. Aber die sieht man bei uns gar nicht, ne? Nee, ich glaube, das ist so ein Charakter, der nur in so Laboren ist, ne? Die haben wir, glaube ich, im Krankenhaus auch gesehen gehabt, die gute. Ja, okay. Wir kriegen von irgendwo noch mehr Besuch. Ja, vielleicht von oben. Könnte sein. Oder von hier drüben. Nee, ich glaube, von oben brechen die gleich durch. Ah, wirklich? Und dann sollten wir vielleicht nicht mehr unbedingt hier sein, ich weiß nicht genau. Ah, doch, doch, klar. Oh, Tobi, hier ist ein Rezept für Kaffee. Habe ich, glaube ich, sogar auch schon mittlerweile. Ja, okay. Inventar ist voll, na gut. Ja. Okay, ich kann leider keine Stofffetzen auf. Weißt du was? Ich schmeiß mal Leder weg und nehme mal Stofffetzen mit stattdessen. Oh Gott, das wird gleich wird's unangenehm hier. Sieht man schon, wo die sich durchgraben? Nee, ne? Nee, leider nicht. 12 Steine lasse ich mal weg. Dann nehme ich lieber 2 Katzenfutter mit. Boah, meine Taschen sind auch konsequent voll. Ja, wobei so Sachen wie Heidelbeeren oder Bruchsand, das lasse ich halt einfach da. Maismehl. Ja, ja, sowas lasse ich auch weg. Und so Klamottenkram, den schmeiße ich halt nicht weg, weil den kann man gut verkaufen. Die sind scheinbar echte Bones. Die werden sich auch gleich irgendwann durchklopsen hier, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon. Hier vorne in der Tür. So. Hm. Also Papier nehme ich dann konsequent mit. Ja. Oh, ups, Glas offenbar auch. So. Kleine Chemie ist unberührt. Oh, was ist denn das? Testosteron. Braucht man das eigentlich für irgendwas? Ja, ne? Also für irgendwas braucht man das bestimmt. Mit Sicherheit, ja. Ja. Wir haben das zu Hause in Massen. Ich glaube, da kannst du unterwegs mehr tragen oder so, ne? Ja, gut. Glaube ich hauptsächlich noch, am Anfang. Ist noch mehr tragen? Ja. Okay. Ach, der Müll ist auch schon leer. Oh, komm ich da? Noch mehr alter Müll. Lalalala. Da drüben noch mehr. Bist du das? Gräbst du dran? Nein. Nee. Nee? Okay. Da bin ich beruhigt. Nee, das sind die Zombies wahrscheinlich. Ja, die haben eine Spitzhacke auf. Geholt. Oh, warte mal. Ich habe halt Angst, dass die Massen irgendwann wirklich über uns hereinbrechen. Das wäre schon geil. Warte. Kann nichts kommen. Die Tür machen wir nochmal zu da am besten. Ich glaube, hier kann es gleich ein bisschen ungemütlich werden. Ah. Moin. Er lebt aber noch. Geil. Oh ja, hier sind noch ein paar. Oh, hier laggt es aber auch übel, ne? Warum greift die nicht an? Das sind aber nicht die irgendwo drauf geprügelt haben. Nee. Komischerweise. Sind die hier drin? Auch nicht. Da stehen zwar auch welche, aber... Eieieiei. Angelblei lasse ich hier, ne? So. Oh. Was denn? Hier ist Gammelfleisch. Oh, nice. Das ist immer gut. Das ist ja nett. Und hier ist noch ein Recock.
Kartoffeln braucht man nicht. Und Tierfett eigentlich auch nicht, ne? Nee. Kann ich später alles entsorgen hier. So, kleines Chemieding, 49 Ölschiefer schmeiß ich auch mal weg. Ich schmeiß auch Pflastersteine und sowas weg, braucht man glaube ich auch nicht. Trübes Wasser schmeiß ich jetzt auch mal weg. Aber du kannst das doch trinken. Ja, aber es schmeckt einfach nicht so gut, Tobi. Ja, das stimmt. Da empfehle ich lieber die neue Sprite. kann ich noch irgendwas trinken vielleicht, was schnell weggeht? Habe ich noch irgendwo... Hier, guck mal, da hau ich mir einfach zwei rein. Frage ist halt, geht das hier halt noch weiter nach oben? Oh, warte mal, auf jeden Fall geht's noch weiter nach hier. Sehr viele Schritte. Ja, ich auch. Loot. Ja, Kohle kann sie gerne mitnehmen. Oh, ein SWAT-Helm, den hätte ich gerne, glaube ich. Ich lass mal Nägel hier, ne? Oh, Tobi? Ja. Guck mal kurz in den Lootbag. Da ist was für dich drin. Oh, geil. Schrotzenmuni. Willst du den roten Tee? Nee, ich habe keinen Platz mehr. Okay. Ah ja, sehe schon. Wo kommen die gerade durch? Oh, warte mal, hier geht's ja noch aufs Dach nach oben. Ja, ich glaube, da müssen wir auch lang. Jo. Moin. Oh Gott, das ist hoch. Okay, Tobi, sei ein bisschen vorsichtig. Ja. Entschuldigung. Was war das? Vogel. Oh, hier hat irgendwas geschossen. Ja. Entschuldigung. Damit. Ah, okay, diese Schamfabrik hier ist ein Riesending, wa? Es ist wirklich ein Riesending. Hier geht's noch rüber irgendwo hin. Na, hier vorne geht's auch noch nach oben, ne? Was jetzt da oben auch noch was gibt. Ja, bestimmt. Ich nehme wieder Papier mit, weil es hat geschenkt. Ja, auf jeden Fall. Brauchst du Hilfe? Nee, ich nicht, aber er. Oh. Ja, scheiß Vogel. Ah, da kommt jemand von oben durchgesegelt. Oh. Ja, okay. Was ist das? Die kam einfach von oben durchs Dach. Unfreundlich. Sehr unfreundlich einfach. Das würde ich aber auch kritisieren. Zu Recht. Ich habe auch direkt schon einen bösen Brief geschrieben. Ja, sehr gut. To whom it may concern. So, Taschenlampe so, brauchen wir nicht, ne? Wir haben ganz viele Taschenlampen. Ach, jetzt ist das hier. Ah. Da rein? Da gibt es hier noch. Ach, das war die Tür, die wir erstmal zugelassen haben, glaube ich, ne? Warte mal, hier geht's noch weiter nach oben. Bist du da gerade? Hier geht's noch weiter nach. Was ist das denn? Ja, das Ding ist riesengroß. Junge, Junge, jetzt geht's hier noch weiter. Oh. Dit war ditte. Okay, dann mach ich mal ganz kurz hier. So. Oh, hier sind 10 Tokens vom Duke. Brauchen wir die? Token? Diese gelben? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Die kann man einschmelzen. Nicht mehr mit. Weil es nur 10 waren, habe ich mich gewundert. So, also, es waren nur 10. Ja, so nee, das ist ein bisschen was. Nimm mit. Okay. Wenn du noch was hast, nimm mit. Eine Messing-Trophäe und 123 9mm Munition. Langsam wird's. Ich weiß nicht mehr, was ich ablegen soll. Dose Nudeln vielleicht. Weißt du, was die kannst du auch essen? Ich esse die jetzt einfach.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich esse auch gleich eine Ragout und sowas. So, rein damit. Messing-Trophäe. Was zu Hause blöd in der Kiste liegt, ganz ehrlich. Ja, und dann nehme ich noch zwei Juckersaft, die ich mir in den Hals kloppe. So, und dann nehme ich die Muni lieber mit. Bist du hier irgendwo lang gegangen? Ich bin irgendwie nach oben hier. Jetzt geht's hier noch in den Silo rein. Oh, nicht, dass das Ding hier irgendwie einstürzt. Oh, Alter, wie cool. Alter, Tobi. Das wäre ein geiler Bunker. Wow. Was ist das da unten? Das ist schon geil. Oh Gott. Ich fühle mich aber nicht so wohl, hier oben rum zu... Oh, Tobi! Oh, nice. Oh, nicht so nice. Oh, lade nach. Oh, Weihnachten! Oh, das wäre so cool, wenn er aus dem Fenster geflogen wäre. Ich bin extra hingesprungen, weil ich dachte, hier ist wieder eine Falle. Das passiert doch nie. Oh, geil, das noch. Aber mal, hier ist noch eine rote Brühe. Okay, geil. Eine Suppe. Es ist doch. Die Kisten sind lächerlich. Also die Sachen, die da drin sind, sind wirklich lausig. Ja. Ja. Also wenn du noch Platz hast, hier liegen noch irgendwelche Suppen und sowas rum, aber. Guck mal, ich habe hier noch so ein paar Beutel liegen. Kannst ja mal gucken, wenn er was für dich dabei ist. Erik? Ja. Warte mal. Hier, guck mal an die Kiste hier, wo die Tasche drauf liegt. Da habe ich dir was drin gelassen. Boah, weißt du, wenn ich das verkaufe? An den Flugzeugpiloten. Das ist bestimmt höchstbietender. Nice. Das ist aber so ein Hobby, übers Gebiet zu fliegen und ab und zu mal einen Maiskolben rauszudrücken. Oh, Alter, Tobi! Hier oben ist eine Tür. Wo? Oh, warte mal, da ist ein Zombie drin. Das ist nicht gut. Also liegt. Ah, hier ist ein toter Körper, glaube ich. Also sollten wir hier. Das ist eine Leiter. Fall nicht runter. Ist das einfach nur ein Rucksack? Ist das ein Rucksack? Ja, okay. Waffentasche unber. Oh! Was denn? Was da drin? Warte. Ich muss ganz kurz gucken, was ich ablege. Ja, okay, Getränke. Automatische Waffen, Rezept. Oh, Tobi. Oh, Tobi, warte. Ein Raketenwerfer. Oh, Tobi, warte ganz kurz. Das andere kann ich, glaube ich, das brauchen wir nicht. Davon haben wir ein paar. Tobi, ich komme wieder raus. Oh, Tobi! Tobi! Tobias! Ah, nee, Tobias! Hilfe! Tobi! Lass mich raus! Ich bin seit 7 Jahren eingesperrt. Warte, Tobi. Ja. Boah, ne M60. Geil. Ja, Mann. Boah, was für Level? 6. Boah. Level 6, Tobi. Die werde ich gleich mal ausprobieren müssen. Und ich habe Maschinengewehr auf 5. Wie komme ich hier wieder raus? So, okay. Okay, die Luto hat sich gelohnt. Ich habe eine automatische Schrot Level 6 gefunden. Du eine M60 Level 6. Das ist schon ziemlich geil. Voll gut. Das ist nice. Und wir sind noch nicht mal fertig, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob es hier nochmal hochgeht, weitergeht. Hier geht's noch weiter nach oben. Hier geht's noch. Ach du Ja, im Treppenhaus ging es noch weiter nach oben, ne? Ja. Und da drüben ist auch noch das andere Gebäude und. Da war ich gerade schon, das ist total low gewesen. Okay. Da war eine Versandkiste oben in der Mitte drinne und da war ein Mais-Samen. Okay. Drin. Weil man, ich weiß nicht, warum ich nochmal einen Mais finde, keine Ahnung. Irgendwie das Spiel mag seinen Mais. Ja. Vielleicht bist du der Mais Herr und Maister. Oh Gott. Ja, das wird nicht besser, Tobi. Oh, Alter, wie hoch kannst du denn hier noch gehen? Ich habe Angst, dass wir gleich runtersegeln wegen irgendwas. Kann passieren, ja. Da. Okay, da oben geht's noch rein, aber wir müssen dafür springen. Aber ich denke, das ist eine Sache, die wir gut können. Hier geht's auch noch nach oben aufs Dach.
Oh ja, warte mal, hier, okay. ist auch noch eine Leiter. Und hier geht's noch unten rein und alles. Brauchst du Hilfe? Ja! Komme! Okay, oh, wow. Alter, was für eine miese Falle. Zum Glück habe ich 64 gefunden. Lade nach. Alter. Geil. Okay, also die M60 ist der Shit. Aber ich weiß, okay, hier ist das quasi die Schatzkammer, wenn du so möchtest. Ja. Nice, Erik. Heilige Scheiße. Ja, gerne geschehen. Wow. Oh Gott, aber wir haben keinen Platz mehr, ne? Waffentaschenlampe-Mod. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich tue mal die neuen Tücher da rein. Und dann mache ich mir die Taschenlampe mal direkt auf die neue Waffe. Verändern. Jetzt lasse ich aber irgendeinen Schrotter, so Goldrutentee und roter Tee. Das saufe ich halt. Bier lasse ich da. So. Ich habe mir die Mod direkt auf die Waffe geschraubt. Dann habe ich jetzt auch direkt Taschenlampe mit drauf. So. Ich würde sogar einen Messbecher da lassen. Ja, wir haben ja noch ein paar. Oh geil, hier ist Kaffee drin und eine Dose Bohnen oder was das ist. Ich esse und trinke einfach alles. So. Das hört sich gut an. Oh. Alter, hier sind zwei Messbecher drin, Erik. Direkt Mittelfinger ins Gesicht gesteckt. Oh, hier ist ein Blaubeerkuchen drin. Weißt du was? Ich hau mir den einfach rein. Ich esse jetzt auch die zwei Schamsuppen. Ja, scheiß drauf. Junge, Junge, ich war noch nie so voll wie jetzt. Mit dem Essen und so. Hier ist noch ein Kaffee drin. Ja, Kaffee habe ich gerade auch weggeschmissen. Holz auch. Komm. So das. Ach, da bist du gerade drin. Okay. Diese ganzen Mods können wir halt theoretisch gesehen verkaufen. Deswegen hätte ich die echt gerne dabei. Kaffeebohnen. Oh nein, das, oder? Inventar ist voll. War mal 762er Munition. Oh, ich kann die Munition, die ich brauche, nicht mitnehmen, weil Inventar voll ist. Das ist bitter. Okay, Tobi, warte mal ganz kurz. Komm mal kurz mit. Komm mal kurz hier zum Eingang. Ja. Oh, das brauchen wir. Guck mal hier. Mit Schalter an, aus und dann geht's auf und zu. Gut, es geht nicht mehr zu. Mann, so geht's zu. Nee, ist verschlossen. Egal, Tobi. Ja, die spacken irgendwie ein bisschen um, die Dinger, keine Ahnung. Tobi, hast du Messingheizkörper? Kannst immer nur 5 stacken, ne? Ja, genau. Ich hab aber gar keinen dabei. Okay. Nee. Hast du Blei? Hab ich weggeschmissen. Hast du verrottenes Fleisch? Nee. Was? Warte mal, zwei Sachen, die ich wegschmeißen kann. Also ich würde gerne, ne, also das brauche ich, Lehm brauche ich nicht und hier, das brauche ich auch nicht. Papier? Habe ich. Okay, gib mir. Warte. Hier. Hast du irgendwelche Autoteile? Nee. Auch nicht. Ich habe noch so Flasche mit Säure habe ich hier noch und Kleber, Kunststoffabfälle. Ja, gib mal, leg mal sowas alles hin und ich nehme mal auf, was ich mitnehmen kann. Ich habe hier noch Eisen dabei. What the fuck? Da. Ich habe wieder genug Platz. Ich habe 7 Plätze frei. Okay, warte. Eine Sache, warte, Kleber kann ich dir geben, ne? Ich gebe dir mal einen. Ich habe nämlich nur einen Kleber und du kannst ihn aufnehmen. Ja. Prima. Ich brauche nur einen Platz für die Munition hier unten. Die jetzt irgendwie weg. Ach, du hast ja schon mitgenommen, die Munition, oder ist die despawned, ne? Munition? Ich habe nichts mitgenommen. Also ich hab die Munition ist genau jetzt despawned. Oh, Alter. What an abfuck. Weil ich habe keine Munition. Für die 7-6er? Genau. Ja, komm her. Und ich habe nur noch 30 Schuss. Ah, geil. Ja, geil. So, da wird auch ein Schuh draus. Oh, das war die falsche. Okay, mach mal. Hast du gerade noch ein bisschen Platz? Ich bin ganz ehrlich. Ich habe einen Platz. Ich könnte aber 2 Mineralwasser trinken und 5 Flaschen Wasser wegschmeißen. Mach mal auf. Was ist. Wenn ich das aufmache, muss ich erstmal Sachen wegschmeißen. Ich mache zu Hause auf. Okay. Ja, okay. Haben wir hier alles? Ich glaube schon, ne? Ja, warte, da hinten.
Ach, da bin ich runtergefallen. Oder bin ich hier runter? Ich weiß nicht, wo ich runtergefallen bin. Dahin. Nee, du bist da runtergefallen. Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube, da geht's aber auch nur... Okay. War aber eine geile, war eine geile Falle. Hat mir gut gefallen. Oh, warte mal, da unten ist noch eine Truhe. So, versiegelte Versandkiste. Wobei, eigentlich müsstest du hier runter, weil ich habe keinen Platz mehr. Verborgener Vorrat. Tobi! Oh, Bauplan, Bauplan für automatische Schrotflinte. Ernsthaft? Und, ja, zwei Stück. Oh, ich benutze. Weiß, wie ich da runterkomme. Ich bin einfach gesprungen und bin dann einfach... Achso, warte mal, da ist eine, hier ist eine Leiter. Warte mal, hier, hier auf der Seite hier ist eine Leiter. Ne, die ist zu. Kommst nicht lang. Hast du das schon gelernt? Ja, ich habe beides gelernt. Okay. Geil. Geil. Verborgener Vorrat. Nice. Das wäre so ein Abfuck, wenn das jetzt durchgebrochen wäre. Ich hätte ein bisschen gelacht, glaube ich. Ja, Tobi, nächste Folge müssen wir hier noch ein bisschen weiter gucken, ne, glaube ich. Ich glaube, es wäre erstmal besser, wenn wir ins Auto gehen würden, ne? Ja, das wäre wahrscheinlich, ja. Ich glaub, wobei, ich glaube, den Hauptloot haben wir eigentlich gefunden. Also das Größte, was es hier gibt, glaube ich, haben wir. Ich glaube auch. Da, irgendwo versucht er nochmal reinzukommen. Da oben waren wir jetzt halt auch drin, ne? Wir sind ja hier drunter gedroppt irgendwie. Ich glaube, wir waren auch ganz oben, ne? Da war ja der Stack. Wir sind dann da rüber, dann da rein. Ich glaube, das haben wir auch gemacht alles. Ja. Das Gebäude da drüben, das gehört noch zur Fabrik. Ja, ich glaube, die Hauptsachen haben wir durch, ne? Naja, also den fetten Loot da, den haben wir gerade gefunden, wo du die Falle rein bist. Ja, also wo du, ne, wo du da... Boah, das war so cool. Boah, das war so geil, Tobi. Ich das war da wie rein... beim Krankenhaus oben, ne? Ja, genau. Und ich bin reingefallen und auf einmal kamen die von allen Seiten. Und ich dachte so, das war's. Geil. Das ist nice. Gefällt mir sehr gut. Ach, schön. Oh, fauler Müll, geil. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, mal gucken. Entweder suchen wir noch ein bisschen ab hier. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch was... Oh, warte mal, da ist noch verborgener Loot. Oh, ich habe gerade noch verborgene Kiste gefunden. Ja, da muss ich erstmal reinkommen. Ach, ist das die in der Mitte oben drauf? Ja, warst du schon? Ja, da ist ein Maissamen drin. Erik. Wow. Wow, das ist so hart. Aber du kannst die natürlich gerne holen, wenn du möchtest. Ne? Ein Maissamen und ganz viele Enttäuschungen. Hast du den Maissamen rausgeschmissen? Ja, ne? Wegen Respawn. Ich gucke mal, aber ich glaube ja. Aber ich spring mal dahin nochmal und guck nochmal. Ja. Okay, sehr gut. Ja, naja, gut. Ja, dann, ich glaube, dann haben wir eigentlich soweit alles hier, ne? Ja, ich glaube auch. Glaube ich. Man weiß das halt nie, weil die sind ja schon sehr komplex hier, alle Dinger. Mal gucken, aber ich glaube, wir haben hier alles. Glaube auch. Jump runter zum Auto. Vielleicht jump ich hier nicht runter. Das komm, lass nächste Folge machen, Tobi. Wir müssen ja noch umladen und pipapo, ne? Und dann. Ach ja, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ja, das geht schnell. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Geile Folge heute. Hat echt Spaß gemacht. Nice. Mal was anderes als bauen. Ja. Das Bauen ist auch geil, aber diese Loot-Touren, ich liebe sie einfach. Ja, voll geil. Geile Scheiße. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.